Vorname: Michael, Davide. Nachname: Lang, Galla. Spitzname: Mike oder Michi, Galütz. Grösse: 1,85, 1,75. Schuhgrösse: 43, 42,5. Alter: 26, 32. Bei welchem Film hast du zuletzt müssen heulen? Noch nie. Die Passion Christi. Was bringt dich denn zum Heulen? Wenn es jemandem von der Familie oder von den Freunden nicht gut geht. Traurige Sachen. Die schlimmsten Streiche als Schulbub? Ab und zu nicht in die Schule gegangen. Jemandem einen Kaugummi auf den Kopf kleben. Drei Adjektive für die FCB-Fans. Genial, fantastisch, lautstark. Laut, präsent, einfallsreich. Drei Adjektive für den FCB. Super, sensationell, top. Grossartig, professionell, einfach gut. Hat der Arturo Vidal die zweite Gelbe im Spiel Real Bayern verdient? Ja, aber nicht mit dem Fall, den er gemacht hat. Jein. Wenn sie den Schiri gibt, dann kann man sie eh nicht mehr ändern. Wie schwer ist das Leben der Schiedsrichter? Sehr schwer. Ich würde nicht gerne in ihre Haut stecken. Wie können die Spieler ihnen helfen? Nicht so viel reklamieren, Foul abhaken und gleich weitermachen. Weniger motzen. Welches Lied läuft bei dir gerade offen und ab? Tuesday, Human. Bei welchem Lied stellst du das Radio ab? Beschlager, allgemein. Bei Technomusik. Beschreib dich mit drei Adjektiven. Bodenständig, ehrgeizig, loyal. Humorvoll, ehrlich und zuverlässig. Was schätzt du an deinem Teamkollegen? Er ist offen, sympathisch und lustig. Dass er, obwohl er ein Roter ist, meint er sich blond. Wann könntest du ihn auf den Mond schiessen? Wenn er mich nervt am Morgen für. Was macht er denn? Indem er mich die ganze Zeit versucht anlangen und mit meinen Haaren zu spielen. Wenn er mich an mich so von dahinten packt und so macht. Die Lieblingsschulfach? Sprache allgemein, Englisch und Französisch. Deutsch. Die Lieblingsfilm? Irgendein Actionfilm mit dem Jason Statham. Gladiator. Die Lieblingsbuch? Allgemeine Autobiografie von Sportlern oder sonst grossen Persönlichkeiten. Auf keinen Fall eine Biografie. Irgendetwas von Donato Carrisi. Jubel mal! Ja! Grüß dich, Kollege. Ciao, Davide. Was hättest du ohne Fußball gemacht? Weiss es nicht. Ich bin wirklich seit Kind nur auf dem Weg, nur richtig Fußballprofi eingearbeitet. Und von dem her wüsste ich nicht einmal. Aber ich weiss, dass es auch ein Leben nach dem Fußballprofi gibt. Dann wäre mein Leben mega langweilig. Was machst du nach dem Fußball? Ja, auch etwas im Sport. Jetzt natürlich mit meiner Laufbahn. Vielleicht werde ich einmal Sportchef. Natürlich im Fußball bleiben. Was kannst du am besten kochen? Pasta. Alles ein bisschen, aber nicht sensationell. Ich bin stark am Grill. Erinnerst du dich an die ersten Kuss? Ja, schon, ja. Aber ich weiss nicht, ob man es als Kuss bezeichnen darf. Wieso? Ja, weil es mehr so das Lippengepresse war. Ja, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Das war nämlich nicht meine Frau. Wer von euch zwei hat länger vor dem Spiegel? Ja, etwa gleich lang. Er ist länger am Eingreifen. Klar, der Michi. Ohne zu diskutieren. Ich nehme 1 Grämli, er nimmt etwa 10 Grämli. Was gibt 4 mal 7? 28. 21. Nein, 28. Das schönste Stadion? In der Schweiz ganz klar das Jockeli. Und sonst Santiago Bernabeu. San Siro. Der beste Goalie? In der Schweiz ganz klar der Thomas Watzschlick. International. Wahrscheinlich wird der beste Goalie werden der von Milan, der Donnarumma. Thomas Watzschlick. Der beste Verteidiger? Sergio Ramos, ganz klar. Alessandro Nesta. Der beste Mittelfeldspieler? Luka Modric. Andrea Pirlo. Der beste Stürmer? Lewandowski. Roberto Baggio. Und zum Schluss ein Gruß an die FCB-Fans. Liebe FCB-Fans, ihr sind alles geile Siechen, die uns immer top unterstützen. Und ich hoffe, dass wir diesen Sommer zweimal auf dem Bafi stehen können. Nach dem Meistertitel und nach dem Cup-Sieg. Bis bald. Liebe FCB-Fans, danke für alles, was ihr für uns macht. Danke für die Unterstützung. Macht weiter so. Ihr seid fantastisch.